So, MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg mit der guten alten Tradition der Fan-Talk nach den Spielen. Wir hatten heute einen Heimsieg gegen Balingen-Wallstätten, die von vielen Menschen als ein Absteiger gehandelt werden. Und alle haben gesagt, es muss heute ein unglaublich leichter, entspannter, möglichst 10-Tore-Sieg werden. Wir haben jetzt mit 4 gewonnen, wenn ich am Ende richtig hingeschaut habe. Und Selko Musa ist dann jetzt hier beim Fan-Talk. Hast du heute gern Handball gespielt? Hast du heute gern Handball gespielt? Ja, das war gute Stimmung in der Arena und danke für das. Aber es war schon schwer, oder? Warum? Warum war das Spiel so schwer, so hakelig? Ja, jedes Spiel in der Bundesliga ist schwer. Die Bundesliga ist keine schlechte Mannschaft. Alle Mannschaften sind gut. Und ich weiß nicht, aber wir sind zufrieden. Wir spielen im Abwehr gut und wir haben Kämpfen. Und das ist positiv, sehr positiv. Okay, kann es sein, dass diese ganzen neuen Regeln in dieser Saison irgendwie das Handballspiel, also oder andersrum gefragt, magst du die neuen Regeln, dass man jetzt mit 7 Spielern spielen kann, der Torwart raus und dann der Torwart wieder rein und dann wieder raus und rein, raus, hin und her. Dann die seltsame Regel jetzt auch zum Schluss, war das ja offensichtlich mit den 6 Abspielen, nachdem Zeitspiel angezeigt wird. Wie empfindest du das? Nein, ich mag nicht diese neuen Regeln, aber... Wir müssen spielen, das ist Handball, das ist 2017. Wie ist deine Einschätzung, wenn neue Sachen eingeführt werden, dann gibt es ja immer erstmal Menschen, die das doof finden und man muss sich daran gewöhnen. Ja? Glaubst du, dass es irgendwann entspannt sein wird, dass man sich einfach nur daran gewöhnt und dass das mit den neuen Regeln dann wieder schöner Handball wird? Ich weiß nicht. Aber wirklich. Okay, er weiß es nicht. Gut, ich muss Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen, weil das ist ja auch immer ein bisschen auf einer persönlichen Ebene hier, der Fan-Talk. Der SC Magdeburg nach dem Spiel gegen Stuttgart auswärts, ich finde, da kann man auch noch für den Sieg, der da sehr knapp errungen und erkämpft wurde, kann man noch mal Applaus loslassen. Ist das schon wieder ewig lange her. Mann, was war das für ein knappes Ding. Da war die Mannschaft ja feiern. Die ist eingeladen worden dann auch und war beim Oktoberfest. Und ich war so dabei und es hat einer gefehlt. Selko Musa. Und Selko, wurde mir berichtet, hat gefehlt, weil seine Tochter am nächsten Tag Geburtstag hatte und er gesagt hat, ich kann nicht langsam feiern und ich möchte den Geburtstag meiner Tochter richtig erleben, also lasse ich das Oktoberfest ausfallen. Stimmt das? Ja, das ist wichtiger für mich, meine Familie. So. Und einfach so mit der Mannschaft zum Oktoberfest gehen und nur Wasser trinken war nicht drin? Ja. Nein, wir sind Mannschaft. Okay, ich habe von vielen Menschen in letzter Zeit gehört, Selko Musa wird der neue Führungsspieler in der Mannschaft. Führungsspieler, so der Anführer, der Leader, der da vorne weggeht und der auch mal alle zusammenscheißt. Und wenn man hinten liegt und wenn es eng wird, dann auch mal schreit. Wie siehst du das selber? Ich weiß nicht, ich arbeite von 100% jedes Training, jedes Spiel und ich weiß nicht, welche... Wie? Wie Mannschaft gesehen das. So. Ich war sehr glücklich. Okay, also du glaubst also, vielleicht, wir wünschen auf jeden Fall viel Glück. Wir könnten uns auf jeden Fall vorstellen, dich weiter hier als Führungsspieler zu haben. Wo du jetzt schon mich gefragt hast mit englischen Vokabeln und deutschen Vokabeln. Wir treffen uns ja manchmal am Hasselbachplatz. Da geht nämlich der Selko immer dann zur Sprachschule. Wie läuft es da für dich? Oder hast du aufgehört? Nein, ich gehe noch in die Schule. Das ist wichtig für mich. Ich muss... mehr besser sprechen und verstehe Deutsch, das ist wichtiger für mich. Und du gehst immer noch einmal in der Woche oder zweimal oder wie oft gehst du? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche? In der Woche. Und du schwindelst auch nicht? Du schwindelst auch nicht? Nein. Weißt, wie ist es mit deinen Kindern? Lernen die auch Deutsch jetzt schon und so? Wie machen die das? Da meine Kinder sind besser als ich. Ich glaube, das ist meine 2 Lehrerin zu Hause. Und wie, und ärgert sich das oder macht das Spaß? Macht Spaß. Macht Spaß. Für die dann, okay, gut. Also halten wir mal an dieser Stelle dann fest. Ich will Selko auch nach dem Spiel jetzt nicht so lange ärgern und ihm auch die Möglichkeit geben, noch Autogramme zu geben. Beim nächsten Mal, wenn Selko Musa, du bleibst doch noch eine Weile in Magdeburg, oder? Ja. So 10 Jahre. ich habe hier gerade Verträge gemacht oder was? Nein. Also beim nächsten Mal, wenn Selko dann hierher kommt zum Interview, bringt er seine beiden Töchter mit und dann mache ich mit denen das Interview. Und das wird mit deinen Töchtern, oder?
kein Problem. Okay, gut. Und, das wird total großartig sein, wenn Sie mir dann im brillanten Deutsch sagen, ach, wie Papa Handball gespielt hat, ist mir total egal, Hauptsache er kommt gleich nach Hause. In diesem Sinne, denken Sie an die grün-rote Wand am 26.10. gegen den THW Kiel. Wir wollen unbedingt wieder ins Final Four. Dazu brauchen wir viele von Ihnen, alle von Ihnen, hier auf den Tribünen, so viel wie reinpassen, alle in grün-rot, nicht vergessen. Selko wird sich wahrscheinlich auch freuen, wenn die Halle dann wieder richtig explodiert. Das war die Siegerfaust. In diesem Sinne, haben Sie noch einen schönen Abend, sportfrei. So, Autogramme.